Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu Dragon Quest 7, die Fragmente der Vergangenheit. Ich befinde mich ja jetzt hier in der Alles-Neu-Abteil, in der bereinigten Alles-Neu-Abteil. Denn wir haben jetzt den Hochstapler besiegt, also diesen Kandidalen Sünde. Und nun ist jetzt auch wieder die Hohepriesterin da. Und schauen wir mal, wie es weitergeht mit Kasimir, Clara und Soran. Soran hat sich wohl jetzt eine neue Berufung ausgesucht. Er wurde zum Krieger. Und darum geht es wahrscheinlich jetzt hier auch, unsere erste Berufung in diesem Spiel zu bekommen. Ich bin gespannt, wie die einzelnen Berufungen sind. Aber schauen wir erstmal hier. Du lässt Clara also hier zurück. Offensichtlich würde ich ihr nur Ärger bereiten, wenn ich hier bleibe. Es ist besser so. Ich würde mich gerne um sie kümmern, solange du fort bist. Aber vorher muss ich wissen, dass du hierfür dein Segen, habe. Kasimir, es ist eine Angelegenheit zwischen dir und meiner Schwester. Es geht mich nichts an. Ich verstehe. Gut, dann viel Glück auf deinen Reisen. Danke, kümmere dich gut um sie, ja? Schau mal, dass er ein bisschen erwachsen geworden ist. Interessant. So, Hohepriesterin Nova. Mein Gott, ohne euren Mut und euer Argument wäre unser geliebter Alles-Neu-Abtei immer noch in der Hand von Monstern. Jetzt, da wir die Kontrolle über die Abtei wieder haben, gehen wir daran, unsere Verteidigung zu verstärken, auf dass so etwas nie wieder geschehen möge. Mir ist bewusst, dass manche glauben, dieses Schicksal sei uns widerfahren, weil ein bloßes Kind als Hohepriesterin diente. Dies macht es unverlässlich, dass ich alles in meiner Macht Stehende tue, um sicherzustellen, dass die Abtei von ihren Feinden nie wieder als leichtes Ziel wahrgenommen wird. Jedenfalls gebührt euch mein tief empfundener Dank. Ich vermute jedoch, dass ihr nicht hier seid, um eure Zeit mit belangloser Plauderei zu verschwenden. Ihr steht in den heiligen Hallen der Allesnabtei, wo jene, die einen Neuanfang erscheinen, ihrem Leben eine neue Richtung geben können. Möchtet ihr oder jemand aus der Gruppe die Berufung ändern? Ja. So, erstmal der Dennis. Der wird ich weiß noch nicht, was ich werden möchte. Wir sind aktuell Sohn eines Fischers. Krieger, Kampfkünstler, Zauberer, Priester. Die kennt man eigentlich, aber ob die gleich sind, die kennt man auch so. Mich interessiert tatsächlich einfach mal die anderen. Hirte, was kann ein Hirte? Was kann ein Matrose? Und was ist ein Trobarbor? Oder wie das ausgesprochen wird. Gaukler? Mal schauen. Und wie viele Berufungen gibt es bitte? Holy moly. Ich glaube, wir werden jetzt erstmal einfach mal neue Sachen angucken. Wir werden zum... Oh ne, Hirte sieht irgendwie voll scheiße aus. Gaukler sieht irgendwie auch nicht gut aus. Ich werde mich jetzt einfach mal zum Matrose machen. Stärken. Wasserangriffe werden mit Steig, Beherrschung, Stärke, Beschreibung. Sachkundige Seebären, die vor allem im Wasserbereich umgehen, glänzen. Anstieg, Tempo sehr schnell. Okay. Ja. Sehr schön. Ich bin der Matrose. Ja. Wir wollen jetzt natürlich auch Maribel. Maribel. Oh, das sieht auch schön aus bei ihr.
Ich glaube, Maribel werden wir definitiv zur Priesterin machen, denn wir brauchen eine Heilung. Tänzer wäre bestimmt auch geil. Ja, ich glaube, wir werden jetzt Priesterin machen. Okay. Und einfach mal aus Jux und Dollerei werden wir jetzt Ruf zum Hirten machen. Wie süß sieht das denn aus? Gucken wir uns erstmal hier an. Der Rest bleibt gleich. Nee, wir machen ihn zum Hirten. Ich habe noch keine Ahnung, was denn hierzu so alles drauf hat und etc. Es sieht einfach nur putzig aus, dass wir jetzt so ein Lämpchen haben. Ein Kostüm. Vom Wolf sieht auch extrem süß aus. So, wir haben jetzt nichts mehr. Und ich bin gespannt. Ausrüstungstechnisch sieht es wohl danach aus, dass wir alles aus... Ja, das hier nichts. Nichts ist, dass wir wechseln müssen. Und wie sieht es mit dir aus? Ich glaube, das müsste jetzt auch hier einen Abschluss gefunden haben. So, was erzählen wir unsere Gruppenmitglieder? An dem Gebäude hat sich nichts verändert. Seit wir erst von den Monster zurückgeholt haben. Aber trotzdem fühlt sich hier alles irgendwie heiliger an. Glaubst du, das liegt daran, dass die Hohepriesterin hierher zurückgekehrt ist? Sie ist nämlich von so einer Aura umgeben. Ich würde ja gern etwas brüllen, aber mir hat das Echo... Mir dann das Echo anhören, ist mir aber vielleicht gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Ach so, hallo, hallo, hallo. Ja. Ich denke mal, wir können jetzt zurück, oder? Nachdem wir alle Monster aus der Alles-Neu-Abtei vertrieben haben, ist hier alles wieder in Ordnung, oder? Fragezeichen. Unsere Freundin Nova wird es bestimmt nicht zulassen, dass die Monster wiederkommen. Dafür ist sie viel zu schlau. So, gibt es jetzt auch Berufslevel? Normallevel und Berufslevel? Wahrscheinlich. Mal gucken. Erfahrungspunkte. Dennis lernt eine neue Fähigkeit. Verstrickung. Maribel lernt einen neuen Zauber. Plop. Ruf lernt eine neue Fähigkeit. Schlummerrumba. Kann man hier nicht irgendwo Tribut sehen? Nein, nicht den Boden absuchen. Attribute. Matrose, Schiffsjunge, Novizin, Lamateur. Okay. Ich muss mich da erstmal reinfinden, wie das genau hier funktioniert. So, erstmal. Doch, Befehle befolgen ist drin. Okay. Was war das jetzt? Nee, das war jetzt ein Zauber, oder?
Okay, das war eine Fähigkeit. Hier. Verstrickung. Fängt einen Feind in einem Netz, sodass dieser eine Runde verpasst. Benutzen einfach mal auf Necromount und du hast doch auch noch was gelernt. Plopp. Lässt eine Gruppe von Feinden in einen Lichtblitz verschwinden. Und du hattest eine Fähigkeit jetzt bekommen, ne? Defensiv, dann andere. So. Schlummerrumba, eine Einschaf, rufender Schof, der Feinde in Schlaf versetzen kann. Oh, wie süß. Okay, das sind irgendwie nebensächliche Attacken. Okay, also keine zum Angreifen. Außer der Lichtblitz, der ist irgendwie verschwunden. Ist er jetzt dadurch besiegt? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Aber gut. Na ja, gut. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob sich viel verändert hat oder wie es genau funktioniert. Ich muss mich da erstmal noch einfinden. Und es kann sein, dass jetzt doch die Insel jetzt fertig ist, oder? Werden wir mal schauen. Denn wir gehen jetzt mal zurück und gucken einfach mal, ob die Insel jetzt in unsere Welt aufgetaucht ist. Und die Prinzessin müsste entweder älter sein oder schon ein Nachfolger. So müsste es geben. Rein theoretisch. So. Okay, die sagen nichts. Und ich weiß nicht, ob man jetzt zu den einen Fragment in auf der Insel, wo doch diese Ausgrabungsstätte ist, da müssen wir auch noch mal ein Fragment holen. Ich weiß nicht, ab wann das möglich ist. So, Karte. Okay, jetzt sind zwei Inseln aufgetaucht. Und ein Punkt ist irgendwie mitten auf dem Wasser. Das heißt, erstmal erkunden gehen. Warum ist hier nie das Schiff, ne? Das Schiff ist immer irgendwo anders. So, sagen eigentlich die Charaktere noch was zum unseren Aussehen? Also unser Vater, Mensch Junge, du siehst aus wie ein echter Matrose. Oder sowas ähnliches. Gucken wir mal. Papa, was erzählst du mir? Okay, okay, erzählt also, dass jetzt, dass ich mir keine Sorgen machen soll, weil Gizma jetzt weg ist. Und Gizma ist ja jetzt eigentlich jetzt so gesehen tot. Weil er ja in der Zeitlinie geblieben ist. Und wir sind zurück, also dementsprechend sind das ja keine Ahnung wie viele Jahre Unterschied zwischen dieser Zeitlinie und unserer. Ich gehe jetzt erstmal nach oben. Mich interessiert dieser Punkt, der einfach mitten auf dem Wasser ist. Barracudas, ist okay. So, wir machen keine Magie, gnadenlos und kämpfen. Ich habe jetzt kein Berufslevel gesehen.
Talente? Wird es wahrscheinlich auch geben. Ich gehe davon aus. Erstmal rein gucken, was diese Berufung bewirken. In Dream Quest 9 war es ja offensichtlich, aber jetzt hier in 7 werde ich daraus nicht schlau. Also noch nicht. Und es scheinbar, dass hier nichts ist. Ich bin hier im Ort, aber hier ist nichts. Okay. Dann fahren wir trotzdem weiter. Genau. Denn wir müssen nämlich auf der anderen Seite rauskommen. Und was ist das? Gucken wir uns gleich mal an. Und ist das eigentlich schon die alles Neuabtei-Insel da drüben? Was ist das? Wo bin ich hier gelandet? Hier an Bord gehen. Okay. Es erinnert mich jetzt auch an nichts. Ist hier vielleicht irgendwo draußen noch was? Da ist eine Truhe. Zauberwasser, okay. Nicht schlecht. Komme ich da hin? Oder muss ich mit dem Schiff hier einmal außen rum? Ja, ich muss, glaube ich, mit dem Schiff einmal außen rum. Mich interessiert dieser Altar oder was auch immer das da ist. Deswegen fahren wir jetzt erstmal dahin. So, einmal an Bord gehen. Und dann irgendwie einmal hier rum. Aber da komme ich gar nicht rein. Das ist ja doof. Und es gibt keine Brücke. Auch keinen anderen Weg. Moment. Nee. Okay, man kommt da noch nicht hin. Schade. Ich dachte, man kann hier durchfahren, aber nee. Sieht nicht danach aus. Das heißt, man muss hier eine Brücke erschaffen. Okay. Wahrscheinlich müssen wir hier rein. Reckenreuth. Die Ordensritter sind unsere Vorfahren. Sie waren mit der äußerst wichtigen Aufgabe betraut, die sogenannten fliegenden Felsen zu beschützen. Wenn sie sich neu formieren oder Kraft sammeln mussten, wichen unsere Vorfahren dem Dämonenkönig aus, indem sie in einen Schrein in die Lüfte schwebten. Es war besagter fliegender Felsen, der von diesem Schrein seine Macht verlieh. Doch eines Tages griffen die Truppen des Dämonenkönigs den Schrein an und brachten ihn zum Absturz. Das heißt, dass die Nachkommen derjenigen, die diese Katastrophe überlebten, bis zum heutigen Tage die Welt bereisen. Okay, und hier gibt es auf jeden Fall ein Fragment zu holen. Eine Herberge gibt es hier. Wo ist denn der erste NPC? Seit vielen Generationen ist die Familie unseres Anführers Friedrich im Besitz eines fliegenden Teppichs. Fliegenden Teppich? Kriegen wir jetzt einen fliegenden Teppich? Bitte. Dream Quest 6. Komm. Dream Quest 6.
Wer kennt noch den fliegenden Teppich aus Dragon Quest 6? Eigentlich wollte ich nicht raus. Aber okay.